nachdem wir in unserer Sendung vom 31.07.2016 bereits über die geplante Friedensfahrt von Berlin nach Moskau und wieder zurück berichteten, war es am Sonntag nun soweit. In Berlin fand die große öffentliche Startveranstaltung zur Verabschiedung der rund 250 Friedensaktivisten statt. Mit einem riesigen Pkw-Konvoi sind sie nun zu einer 14-tägigen Fahrt über Kaliningrad, Pskow, St. Petersburg nach Moskau und über Minsk wieder zurück nach Berlin unterwegs. Die Initiatoren Dr. Rainer Rothfuß und Ove Schattauer wollen einen Gegenpol zur derzeitigen russlandfeindlichen Berichterstattung in den Massenmedien setzen. Als geopolitischer Wissenschaftler und Analyst warnt Dr. Rothfuß eindringlich, dass jedem mit Waffen geführten Krieg ein Informationskrieg vorausgehe. Durch die derzeitige Russlandhetze würden in den Köpfen der Menschen Feindbilder geschaffen. Ich zitiere die Initiatoren. Deshalb möchten wir auf dieser Friedensfahrt die russische Bevölkerung kennenlernen, der wir entfremdet werden sollen. Dass sich viele Menschen keinen militärischen Konflikt mit Russland wünschen, sondern die Freundschaft zwischen den Völkern, zeigt auch die breite Beteiligung an dieser Aktion. Neben Deutschen, Österreichern und Schweizern sind unter anderem Franzosen, Israelis, Russen, Ukrainer und US-Amerikaner im Konvoi. Etliche von ihnen haben vor, konkrete und bleibende Partnerschaftsinitiativen sowie Austauschprogramme anzustoßen. Denn das Anliegen der Völkerverständigung soll auch nach der Friedensfahrt weiterleben. KlarTV war für sie vor Ort beim Startevent und hat mit etlichen Mitfahrern des Friedensfahrtskonvois sowie auch einigen Unterstützern und Teilnehmern gesprochen. Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns hier in Berlin auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor. Die Abschiedsveranstaltung der Friedensteilnehmer ist bereits im vollen Gang. Musik wird gespielt, es ist eine bewegende, aber zugleich auch eine freudige Stimmung. Neben den Initiatoren Dr. Rainer Rothfuß, Ove Schattauer, Sergei Filbert ist auch als Schirmherr der Friedensfahrt der deutsche Politiker Willy Wimmer mit dabei. Willy Wimmer ist unter anderem ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministers der Verteidigung. Schauen wir nun gemeinsam in seine Ansprache hinein. Und diese Friedensfahrt bewegt sich ja über Pskow nach St. Petersburg. Und meine Damen und Herren, wenn ich den Namen St. Petersburg anspreche, wir haben in unserem politischen Leben uns nicht vorstellen können und übrigens auch nicht vorstellen wollen, dass NATO-Panzer wieder 150 Kilometer von den Grenzen dieser leidgeprüften Stadt entfernt aufmarschieren würden. Meine Damen und Herren, was muss in Europa passieren, Konsequenzen aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges zu ziehen? In der letzten Woche war zu lesen, dass der russische Präsident die Entscheidung getroffen hat, das Geburtshaus von Immanuel Kant wieder in Ordnung zu bringen und wieder zu renovieren. Meine Damen und Herren, dafür muss man Sputnik lesen, um das als Deutscher erfahren zu können. Das ist ja eine großherzige Überlegung des russischen Präsidenten, etwas instand zu setzen, das zum nationalen kulturellen Erbe von uns Deutschen gehört. Das Motto von Immanuel Kant war: sei mutig und mache Gebrauch von deinem eigenen Verstand. Meine Damen und Herren, das müsste man als Transparent vor dem Kanzleramt aufhängen. Meine Damen und Herren, diese russische Entscheidung ist doch für uns ein klares Signal. Und wir sollten dieses Signal auch so werten, wie es ist. Immanuel Kant steht für das Völkerrecht. Immanuel Kant steht für den ewigen Frieden. Wir wollen ein Europa des Völkerrechts und nicht ein Europa einer aggressiven NATO. Und meine Damen und Herren, wir stehen doch hier, auch weil die NATO ein Verteidigungsbündnis gewesen ist. Aber wir müssen doch heute feststellen, dass nach dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien die NATO zu einem global agierenden Aggressionsbündnis verkommen ist. Und wir müssen doch sehen, dass auch die Russen eins feststellen müssen: an ihren Grenzen steht jetzt
ein aggressives Bündnis, das doch in der Tradition von Adolf Hitler und Napoleon an den russischen Grenzen steht. Meine Damen und Herren, das kann doch nicht der Wille des deutschen Volkes sein, und er ist es auch nicht. Meine Damen und Herren, und deswegen sollten wir den Organisatoren Professor Rainer Rothfuß und Uwe Schattauer so dankbar sein, dass sie mit dieser Friedensfahrt ein Signal an alle aussenden. Dieses Volk will den Frieden, und wir wollen diesen Frieden zusammen mit unseren russischen, polnischen, lettischen und amerikanischen Freunden. Ich bedanke mich. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu den aktiven Teilnehmern, die heute die 4200 Kilometer lange Fahrt von Berlin nach Moskau und wieder zurück antreten werden. Die meisten von ihnen sind mit privaten Fahrzeugen unterwegs, mit Autos, mit Wohnmobilen, Motorrädern, aber auch Kleintransportern. Es sind Unternehmungsberater, Elektroniker, Rentner, Studenten, Arbeitslose, Sozialarbeiter und so weiter dabei. Übrigens, der Jüngste ist erst 5 Jahre alt und der älteste Teilnehmer 80 Jahre alt. Schauen wir mal, ob wir einige Teilnehmer interviewen dürfen. Würden Sie uns verraten, was Sie dazu bewegt hat, daran teilzunehmen? Für mich ist diese Freundschaft zu Russland etwas Neues. Ich habe viel zu spät erfahren, dass vom Westen aus gerade Deutschland und Russland auseinanderdividiert werden. Und insofern ist das für mich persönlich eine ganz starke Erfahrung. Wie sehen denn eigentlich unsere Freunde aus? Wie fühlt sich das an? Wie sind die einfach von den Persönlichkeiten her? Und das ist meine Intention. Also ich bin eigentlich aus Verzweiflung hier, so wie ich so als Einzelgänger die Politik verfolge, geschichtlich sehe, was die Amerikaner machen. Bin ich so verzweifelt, dass ich einfach mal hier Leute kennenlernen will, damit ich da das, was da abläuft, also da wird eine Bombe gebaut momentan und die kann explodieren. Ja, wir möchten unbedingt Zeichen setzen, denn es kann nicht sein, dass wir in der heutigen Zeit wieder daran denken, den Kalten Krieg aufleben zu lassen. Also das sollte unbedingt vermieden werden. Ich bin durch Uwe Schattauer dran gekommen, ja, der hat das sehr publiziert und ich wollte da ganz gerne dran teilnehmen, um auch ein Zeichen zu setzen, weil ich der Meinung bin, dass wir uns einen Krieg mit Russland nicht mehr erlauben sollten. Wir sollten aus unserer Geschichte gelernt haben. Ja, ich bin Russin, ich wohne in Deutschland seit 14 Jahren und ich bin seit 2 Jahren in der Politik in Russland. Sehr aktiv. Also ich denke, das ging einfach uns darum, einfach aus dem Gefühl heraus, dass wir unbedingt was tun müssen. Also dass einfach immer mehr Feindbilder in den Köpfen entstehen und wir für Völkerverständigung sorgen müssen. Denn ich denke, wenn man einander kennt, dann ist schon sehr viel geholfen, wenn man einfach um die Kultur weiß und um das Leben der anderen. Meine Meinung ist, Kommunikation hilft. Und sich mit den Leuten verbinden, gemeinsam Aktionen machen, das sind Dinge, die uns den Frieden erhalten. Und was jetzt passiert, ist ja eine Mauer, die gezogen wird, eine Mauer an den Köpfen, und die müssen wir überwinden. Und das ist ein erster Schritt dazu. Also die Sorge um die zunehmenden Spannungen zwischen Europa, insbesondere auch ja, zwischen Deutschland und Russland. Ja, und diese ja irgendwie schwelende Gefahr, weil eben NATO-Truppen vor der Grenze stehen, vor der russischen Grenze, und das macht mir schon Sorgen. Ja? Und ich meine, wir haben den Luxus gehabt, eben eine sehr lange Zeit Frieden zu haben, eine sehr lange Friedenszeit, und eigentlich über solche Ängste und solche Gedanken eigentlich gar nicht mal nachdenken zu müssen. Und mit einmal stand das Problem im Raum und ja, und dann hatte ich halt durch Zufall über Facebook von dieser Fahrt erfahren und ja, und da dachte ich, das machst du. Für mich ist Frieden unverzichtbar. Und ganz besonders Frieden mit Russland, weil wir Russland als Deutsche unheimlich viel zu verdanken haben. Russland hat 27 Millionen Tote gehabt im Zweiten Weltkrieg. Ich bin noch im Zweiten Weltkrieg geboren. Ich bin 41 geboren und habe noch Bomben fallen sehen und hören als kleines Kind. Und ich möchte sowas nie wieder erleben. Und deswegen fahre ich nach Russland, um ein Signal für den Frieden zu setzen. Kommen wir nun zu einem der kleinsten Teilnehmern dieser Friedensfahrt. Verrätst du uns, wie alt du bist? Ich bin 5. Warum bist du hier mit dabei?
Ich fahre mit Papa nach Russland. Es ist wirklich schlimm, dass man sich heutzutage entschuldigen muss, wenn man mit Russland Frieden haben möchte. Und das kann so nicht weitergehen. Ich war selbst auch schon mehrere Male in Russland. Ich kenne das russische Volk. Ich weiß, dass die Russen uns nicht bedrohen, in keinster Weise. Und es ist absolut inakzeptabel, dass wir uns mit deutschen Panzern wieder an die Grenze stellen, um irgendwelche Abschreckung aufzubauen. Und das kann ich nicht unterstützen. Deshalb bin ich hier und fahre nach Russland und entschuldige mich dafür, dass unsere Regierung das offenbar in Erwägung zieht. Wenn ich an die Worte von unserem Außenminister denke, der gesagt hat, Kriegsgeheul und Säbelrasseln bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen reden mit Russland. Und da fahre ich jetzt hin und rede mit dem russischen Volk. Lerne deinen Feind kennen und er wird dein Freund. So einfach ist das. Deswegen soll man immer sich persönlich überzeugen von den Menschen, über die man spricht. Ja, die schlimmste Weltanschauung haben die Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben. Ist leider nicht von mir, ein großes Zitat. Also schaut euch die Welt an, fahrt hin, lernt die Menschen kennen, das wollen wir machen. Wir fahren in Dörfer, wir fahren in große Städte an, aber auch extra in kleine Gemeinden, um dort mit den Menschen Tuchfühlung zu haben und Freundschaften aufzubauen. Und das wollen wir quasi als Vorreiter machen und hoffentlich ahmen das noch viele nach in Zukunft. Und was erwarten Sie speziell jetzt auch von den 14 Tagen Fahrt und danach? Halt diese Erfahrung, diese Menschen kennenzulernen, wie sie denken, wie sie über Putin denken, ja, wie sieht es auch da drüben aus, denn ja, ein Diktator herrscht dort und alles soll arm sein, die Mittelschicht total weggebrochen, ja, ich möchte es gerne wissen, wie es ist. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, ja. Und das kann ich auch dann zu Hause wieder weiter erzählen. Ich habe schon viele Leute, die es hören wollen, ja. Und dann hatten wir sehr viele Angebote bekommen, schon irgendwas von russischer Seite, dass die wollen auch irgendwelche Projekten, neue Projekte starten mit deutschem Volk. Deswegen, wir wurden schon eingeladen und wir werden das Ganze besprechen natürlich. Wir haben gehört, dass einige mit Partnerschaftsinitiativen im Gepäck losziehen. Haben auch Sie eine solche mit dabei? Also ich werde versuchen, Kontakte zu Feuerwehren zu knüpfen. Da ich in einer deutschen Feuerwehr Mitglied bin, zwar als Musiker, aber immerhin. Und ich habe mir von unserem Wehrführer ein Schreiben mitgeben lassen, dass Freundschaft mit russischen Feuerwehren anstrebt. Und vielleicht klappt das ja. Ja, bei mir ähnliche Richtung. In St. Petersburg möchte ich aber gerne noch Kontakt zu unserer Schule aufnehmen, weil wir da auch eine Partnerschaft haben von meiner Schule in Hamburg. Ja. Super, gut, vielen Dank. Sie sind kein aktiver Teilnehmer der Friedensfahrt. Was hat Sie trotzdem dazu bewegt, heute hier mit dabei zu sein? Ich bin für den Frieden als erstes. Und auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ich fühle mich verbunden mit Russland. Ich habe von 1960 bis 1965 in Moskau studiert. Ich beherrsche die Sprache und kenne die Menschen. Und weiß, dass der russische Mensch keinen Krieg will. Er liebt den Frieden. Und er hat das größte Leid in dem vorigen Jahrhundert erfahren. Und die Russen wollen keinen Krieg. Davon bin ich 100% überzeugt. Alles andere ist Geschwätz und böse Verleumdung. Und dass das von Regierenden gemacht wird, das empört mich am meisten. Ich bin ja schon in der Generation oder so alt, dass ich sowohl die Aufrüstung als auch die Abrüstung miterlebt habe. Und in letzter Zeit merkt man, dass wir also immer wieder gegen Russland gehetzt wird, und da denke ich, man muss einfach ein Zeichen setzen. Und das ist hier eine Möglichkeit, dieses Zeichen zu setzen. Und leider merkt man in den Medien, in den öffentlichen Medien, nichts davon. Also ich habe eigentlich nur durch Recherche im Internet davon erfahren. Was denken Sie über den Russland-Konflikt? Wie geht es Ihnen damit? Schlecht, das ist dermaßen künstlich aufgebläht auf unserer Politik und Medien, dass wir aktiv gegen arbeiten müssen. Ich denke, dass das gewollt ist und geschürt ist und dass die Russen, aber auch das amerikanische Volk sehr leidgeprüft ist. Und als Oma und früher war ich mal Hebamme, alle Kinder werden schön geboren, und wenn sie dann in solcher Situation groß werden müssen. Es geht mir schlecht, denn man merkt, der Ton wird immer aggressiver und rauer, und das habe ich schon mal erlebt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach sagen, nein, so geht es nicht. Es gibt noch Menschen, die dagegen sind. Ja, meine Ansicht ist, dass
dass es umgekehrt sein müsste. Der Russe müsste eigentlich an uns näher dran sein, mehr freundschaftliche Kontakte als eigentlich gegen Russland. Welche Hoffnung haben Sie? Was denken Sie, braucht es für die Zukunft? Frieden? Das reicht eigentlich schon, ne? Ich wünsche mir, dass unsere Bundesregierung irgendwann mal begreift, dass wir nicht irgendein Handlanger von den USA sind, weil es ist faktisch so, dass wir das sind. Ich sage nur die Kanzlerakte. Und dass Entscheidungen demokratisch für das Volk getroffen werden und nicht gegen das Volk. Liebe Zuschauer, wie wir bereits in der Sendung vom 31. Juli berichteten, ist dieses Aufwachen bereits im vollen Gang. Es ist eine weltumspannende Kraft, auch Überwindermatrix genannt, die verschiedenste Menschen aus verschiedensten Hintergründen dazu bewegt, für Frieden und Völkerverbindung einzustehen. In diesem Sinne wünschen wir allen Friedensteilnehmern viele gute Begegnungen mit bleibender Wirkung. Und mit diesen bewegenden Bildern verabschieden wir uns hier aus dem sonnigen Berlin. Sind so einzigartig gemacht. Lass uns das bewahren, lass uns einander vertrauen, lass uns gegenseitig offen in die Augen schauen, lass uns grenzenlos lieben, lass uns grenzenlos lieben. Dieser